Legen Sie uns Steine in den Weg. Steindoktor TV. Hallo, René Büttner, der Steindoktor, heute mit unserem Azubi. Hallo, ich bin Luciano und René ist Azubi. Wir reinigen heute eine Terrasse mit Betonwerkstein. Kieselwaschbeton, um genau zu sein. Dazu werden wir als erstes, das ist ja hier, diese Algen und Moose und Flechten entfernen. Die müssen erstmal weg, bevor wir dann mit der Grundreinigung beginnen. Okay. Da haben wir hier unseren Algen- und Moosentferner. Okay. Als nächstes haben wir dann unseren basischen Reiniger. Der ist gut, um alle organischen Verschmutzungen, also alles, was jetzt hier der normale Schmutz ist, zu entfernen. Also mit diesem Reiniger wird die gesamte Terrasse dann sauber werden. Okay. Also so wie alles. Genau. Gut. Sieht dann wieder aus wie am ersten Tag. Schön. Und dann wäre natürlich auch gut, wenn man die Terrasse im Anschluss schützt mit unserer Imprägnierung. Die ist auf Wasserbasis, ist ideal jetzt für diesen Kieselwaschbeton, damit dieser dann nachher nicht mehr diese Verschmutzung bekommt und diese Flechten, die jetzt hier so fest sind. Das kann dann danach nicht mehr passieren, also die ist dann leicht zu reinigen. Ja, wie genau macht ihr das eigentlich? Wir nehmen unseren Reiniger, das sind alles Konzentrate von der Firma Kleenex, verdünnen mit Wasser und reinigen dann mit einer Einscheibenbodenmaschine. Das heißt, da kommen Bürsten und die reiben über den Boden und mit der Reinigungswirkung dieses Reinigers können wir dadurch dann alles porentief reinigen und kommen auch hier in diese ganzen Vertiefungen rein. Also es ist wichtig, dass man da eine Bodenmaschine mit Bürste dabei hat. Unsere drei Grundprinzipien für unsere Arbeit ist eine ordnungsgemäße, fachgerechte und mangelfreie Arbeit. Eine Terrasse, Kieselwaschbeton, über ungefähr 7-8 Jahre nicht gereinigt. Was können wir hier machen? Na, als erstes lassen wir den Kieselwaschbeton mit einem Algen- und Moostöter ein. Ja, später, nachdem dieser Algen- und Moostöter wirkte, fahren wir diese mit der Einscheibenmaschine und Bürstenmaschine ab, weil der Stein ja an sich sehr grob ist. Und dann saugen wir auf mit einem Nasssauger und eventuell eine zweite Behandlung nochmal. Okay, jetzt also erstmal der Algenmoostilger und dann ein basischer Reiniger oder einen sauren hier auf der Terrasse? Hier würden wir einen basischen Reiniger nehmen, um diesen Algen- und Moostöter zu neutralisieren, dass denn dieser Wirkungsprozess dann aufhört. Alles klar. Wichtig ist, dass wir das jetzt auch gleich alles absaugen, damit sich der Schmutz nicht wieder antrocknet und wieder fest an den Steinen fest wird. Hier habe ich jetzt eine Heißluftpistole. Damit beschleunigen wir den Trocknungsprozess, um zu gucken, wie der Stein im trockenen Zustand aussieht, ob eventuell noch eine zweite Reinigung erforderlich ist. Hier auf der vorderen Fläche sieht man eine gereinigte Probe und da sieht es schon deutlich besser aus. Ja, also die Terrasse wurde gerade gereinigt und wird jetzt von mir imprägniert. Und zwar mit der Imprägnierung von Kleenex namens PW. Eine wasserlösliche Imprägnierung wird etwas mit Wasser verdünnt, dann ganz normal mit einem Wischmopp aufgetragen. Zieht auch wieder ein, wirkt von innen. Nicht tichteln, Fleckschutzmittel, das wird wieder besser reinigen. Legen Sie uns Steine in den Weg. Steindoktor TV. Zu Fragen und Anregungen lesen Sie die Pflegeanleitung oder fragen Sie Ihren Steindoktor. Keinen Apotheker.